Machen wir hier mal weiter. So, dann haben wir das hier nämlich auch schon wieder. Dann haben wir einen neuen Gang für unseren neuen Minenschacht. Der wird ein bisschen weiter folgen als der Tunnel, also so ein Minenschachtgang. Und den hier werden wir benutzen, um Stein rauszuhauen und um, ja, möglichst viele Dias rauszuhauen. Die Dias, wie gesagt, habe ich Folge 17 erklärt. Kann ich auch jetzt schon mal nochmal erklären, Folge 96 oder sowas. Und zwar mit den Dias, ich habe mir am Anfang eine Welt generiert, wo ich den Random-Einsteller gemacht habe. Also ich habe Random eingestellt, also der Computer hat Random eingestellt, welches Biom es ist, welche Erze es ist, sind, welche Erze spawnen, welche Erze nicht spawnen. Und wie man sieht, wir haben 0 Smaragde, aber 1000 Diamanten, wenig Eisen und wir haben nur Birkenbiom. Also daraus lässt sich natürlich schließen, dass wir, ja, natürlich, dass die Welt irgendwie seltsam eingestellt wurde vom PC. Der PC hat das random eingestellt, das kann man einstellen, ne? Und da hat er die Diamantenrate hoch gemacht, die Eisenrate niedrig und ich glaube die Smaragdrate hat er selten auf selten gestellt. Also wir finden fast keine Smaragde, nur Dias. Das ist echt schon gruselig, ne? Fast. So, bald haben wir keine Fackeln mehr. Und man sieht, wir haben hier riesige fette Diamantadern. 31 Level, was mir übrigens sehr gut gefällt. Tja. Wir haben so viele Dias. Wisst ihr, was wir machen? Ich gehe nochmal kurz zurück. Wohin? Hier hin, ne? Ungefähr hier oben hin. Dann kommt hier ein... Hier wollte ich jetzt nicht. Andere Richtung. Tut mir leid, meine Nase ist auch ein bisschen verstopft. Also bin ein bisschen krank. So, habe ich hier schon in Diamanten wohnen. Da nicht mehr. Machen wir hier mal was. Machen wir hier ein Zimmer, wo wir alle Diamanten loswerden können. Was haben wir hier? Oh, okay. Läuft. So. Schwierig, sich durch die Diamanten durchzuschlagen hier. So, jetzt habe ich was vor. Wir können so viele Diamanten erstellen, wie wir wollen. Und zwar Blöcke. So. Dann können wir sagen, hier Wand raus und Diamantblöcke rein, sodass wir hier Diamantblöcke loswerden. Also Dia. Ja, es ist zwar eine seltsame Art, aber vor allen Dias wird man eigentlich nicht los. Aber es wird schön aussehen hier auch vor allen Dingen. Ja. Block of Diamond. So. Ja, gut. So. Also diesen Tunnel machen wir nicht zum Durchgang, sondern einfach zum Minen. Dass wir hier verschiedene Erze rausholen können.
falls wir mal wieder nichts haben. Also so ein richtiger Tunnel wird das hier nicht mit richtiger Verkleidung oder sowas. Es wird ein dreckiger, stinkiger Minenschacht. Der noch so ein bisschen weiter geht als nur ein kleines Stück. So, noch 6 Fackeln. Dann hören wir auch mit der Länge des Gangs auf. Wir haben Kohle gefunden. Cholera. Da bekomme ich ja die Cholera. Ah, super. So. Okay. La la la. La la la. So. Ich habe eben gerade den Ansetzer nur verpasst. Oh, über uns ist Lava. Oh, oh. Müssen wir besonders aufpassen. Da müssen wir besonders aufpassen. So, machen wir den weiter. Boah, Alter, wie viel Kabel hier wir rausbekommen. Das ist gut. Können wir neue Häuser bauen? Können wir neues Zeug machen? Als nächstes wäre dann auch wieder eine Planung besser, ne? Also, was für ein Haus man bauen sollte, vielleicht, keine Ahnung, eine Mühle, eine Mühle würde ganz gut ausschauen. Dafür muss ich erstmal wissen, wie man eine Mühle macht, und das habe ich bis jetzt noch nicht. Das weiß ich bis jetzt noch nicht, und, ja, das ist halt das Problem. So, ich habe da eben gerade hier eine Stromverbindung angeschlossen für meinen Computer. Ich habe ja einen Laptop, leider. Der verbraucht aber wenig Strom, deshalb benutze ich den auch. Ich habe keinen richtigen Stand-PC, den hatte ich früher mal. Vor 5 Jahren hatte ich ungefähr einen Stand-PC. Und den habe ich, mein Bruder haben wir uns den geteilt, der war auf dem Flur und jetzt nicht so wie in unserem Zimmer hier, wo ich alleine aufnehmen kann. Das war einfach, ne? Es war 2010 halt und, haben wir da gerne Spiele gespielt, alte Spiele, also wirklich alte Spiele, die heute überhaupt nicht mehr aktuell sind, sowas wie Skyrim gab es damals noch nicht oder sowas. Da gab es Star Wars Episode 1 hatten wir irgendwie, Dunkle Bedrohung, irgendwie so ein Spiel, so hieß das. Und dann gab es noch, was gab es noch? Train Simulator, ein Simulationsspiel, wie man Züge fährt. Ja, hat mich damals auch begeistert. Und was gab es damals noch? Minecraft habe ich erst seit 2013. Wow! Seit 2013. Ja, ist gut, darf ich hier meine Fackel setzen, du scheiß Zombie. Ja. Und genau, Minecraft besaß ich erst ab 2013. Seit 2013. Und ja, so habe ich dann angefangen, Minecraft zu spielen, auch mit der neuen 1.5 damals. Hau ab. Ich habe Spawner entdeckt. Warte mal, haben wir Fackeln? Nein, haben wir nicht. Warte mal.
Was haben wir denn hier drin? Oh mein Gott, so viele Sachen. Gefällt mir richtig gut. Alter, müssen wir gucken, was wir hier loswerden. Sandbrommel. Windbrommel. Dankeschön, Spawner. Echt geil. Wo? Warum? So viel Wasser hier, sind wir doch gar nicht durchgegangen. So, damals habe ich aber auch noch andere Spiele gespielt. Was kam denn da noch? Oh mein Gott, das ist sowas von der. Das war sowas von lange her, aber ich weiß es halt noch, ne? Weil ich noch weiß, dass der Computer so. Der Computer war älter. Das war ein Computer von. Hier. Computer mit dem Betriebssystem Windows 2000. Damals noch wirklich neu. Ja. Windows 7 oder Windows 1, keine Ahnung, was es da zuerst gab, gab es damals noch nicht. Ja. Damals hatte man nur dieses Windows 2000, Windows 95 Betriebssystem, Windows DOS gab es ganz früher und Linux Betriebssysteme. Ne? Alles dies. Wow, hier kommen wir auch super irgendwo hin. So, und auf jeden Fall waren das dann so solche Spiele. Commander Key. Kennt jemand noch Commander Key? Das haben meine Eltern gespielt damals. Oder ja, Pac-Man müsst ihr alle kennen. Das gehen wir jetzt noch ein bisschen weiter zurück zur Konsolenzeit, ne? Ah ja, das war aber echt eine Zeit. Das muss echt eine komische Zeit gewesen sein. Ich bin ja nicht aus der Zeit, von da weiß ich es nicht. Aber es muss schon interessant gewesen sein, als die ersten Computer auf den Markt kamen. Ne? Heutzutage sagt man, ja, ich habe hier einen neuen Lenovo PC mit einer Grafikkarte von 3 bis 6 GHz, habe 2 Terabyte Festplattenspeicher. Ich habe einen Prozessor mit der und der Leistung, bei Prozessor weiß ich jetzt gerade nicht, deshalb. Und ich habe hier noch dann ein bisschen aufgemotzt hier, eine externe Festplatte ran oder eine. Wobei beim Prozessor. Ne, da weiß ich es doch, oder? Grafikkarte, dies. Ja, ich habe hier 16 oder 32x32, also 2x32 Gigabyte RAM-Speicher. Und da fragt man sich auch ja nur, wofür wieder so viel aufgemotzt? Echt? Heute geht das. Ja, heute kannst du das bringen, aber nicht irgendwie. Nee, ich finde. Das kannst du dann nicht wiederum bringen, wenn du dann nicht spielst oder so. Ja, ich benutze den Computer ja nur zum Spielen. Also nicht nur zum Arbeiten. Und der Computer ist noch nie auf volle Leistung gelaufen, deshalb lohnt sich 2x32 GB RAM-Speicher sofort. Ne? Für die Leute, die nicht wissen, was RAM-Speicher ist. RAM-Speicher ist der Arbeitsspeicher. Ich habe jetzt hier in dem Fall peinliche 4 GB. X-Ray. Peinliche 4 GB RAM-Speicher. Das liegt aber auch daran, dass der Computer von 2011 kommt. Also schon 4 Jahre her ist. 4 Jahre alt ist. Und. Oh, shit. 4 Jahre alt ist und. Diese 4 Jahre machen sich auch mal langsam bemerkbar. Deshalb bringt es nichts, den Computer jetzt momentan aufzumotzen. Auf zu motzen vor allen Dingen, ne? Wenn es das Wort gibt. So, ich finde den Gang jetzt lang genug. Wir haben volles Inventar. Wir sollten hier vielleicht nochmal zurückkehren, wenn hier alles frei ist. Also wenn wir unser Inventar geklärt haben, ne? So.
Also, das finde ich dann bei den Leuten wieder so ein bisschen seltsam, wenn die sagen, ja, ich habe hier 2 TB Festplattenspeicher, eine Intel Core i7 Grafikkarte. Nee, Intel macht doch Prozess, nee, Grafikkarte. Warte mal. Intel Core i3, ich habe eine Intel Core i3 Grafikkarte. Intel macht Prozessoren und Grafikkarten, richtig? Oder verwechsel ich da gerade wieder was? Kann natürlich auch sein. Kann natürlich auch sein, aber bin mir nicht so sicher halt, ne? Ja, also das ist halt das Ding, ne? Und ja, also ich habe hier, ich kann ja meine Computerdaten gleich mal aufsagen, wenn ich das hier alles zurückgelegt habe. Hier um Passwort kommen wir was rein. Also kommt der Müll hier rein. So, Dreck kommt auch nochmal rein. Holz. Achso, hier Tools haben wir natürlich auch schon was. Redstone haben wir. Redstone. Okay. Das hier kommt da hin. Ja, Weizen ist ja jetzt nur überflüssig. Kann ich hier auch gleich ein Brot machen. So, das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Und das kommt hier rein. Und ja, das glaube ich nicht. Ist halt jetzt das Ding. Das nicht. Nee, dann lassen wir das aber so. Dann das Eisen hier nochmal. So.